Er wird heute im Allgemeinen als der künstlerisch bedeutendste Regisseur der DEFA angesehen, Konrad Wolf. Auf sein Konto gehen Filme wie Ich war 19, Der geteilte Himmel, Solo Sunny oder Sonnensucher. Einem internationalen Publikum wurde er durch den Film Sterne ein Begriff. Heute, vor 60 Jahren, wurde diese Arbeit zum ersten Mal gezeigt. Mehr dazu im Kalenderblatt von Thomas Hartmann, gesprochen von Conny Wolter. Ein bulgarisches Städtchen im Zweiten Weltkrieg. Auch hier sind die Nazis gelandet. Einer davon ist Walter, ein Unteroffizier. Er gehört nicht zu denen, die an die Sache glauben. Eher hat er sich eingerichtet in dem: Ich hab das alles nicht gewollt, aber was soll ich schon dagegen tun und ich muss zusehen, wo ich bleibe. Doch dann kommt Ruth, eine jüdische Gefangene. Für sie ist der Ort eine Zwischenstation auf dem tödlichen Weg nach Auschwitz. Walter lernt sie näher kennen, verliebt sich in sie. Und er beschließt zu handeln. Ruth, Sie müssen sich retten, Sie müssen fliehen. Ich hatte nie die Fähigkeit, an alle Menschen zu denken. Aber Ihnen muss ich helfen, das ist für mich sehr wichtig. Für Sie? Ja. Der Mensch muss manchmal etwas tun, um sich selbst zu beweisen, dass er kein Schwein ist. Helfen Sie mir, es zu tun. Doch nachdem Walter alles Nötige für die Flucht veranlasst hat, muss er erfahren, dass Ruth mit den anderen jüdischen Gefangenen abtransportiert worden ist. Er kann nur noch dem Zug hinterherlaufen. Ruth ist fort. Für immer. Die Premiere von Sterne findet im März 1959 statt. Konrad Wolfs Auseinandersetzung mit dem Holocaust gerät trotz der grauenhaften Situation sehr intim. Geradezu verhalten wirkt sein Film. Und in dem Walter schafft er eine Figur, mit der die Identifikation leicht fällt. Man muss kein Kommunist, nicht ideologisch geschult sein, um so zu handeln wie er. Sondern ein Mensch mit ehrlichen Gefühlen. Eigentlich hasse ich die Menschen gar nicht. Sie hassen sie nicht, aber sie haben Angst, sie zu lieben. Angst? Jemanden lieben, das heißt etwas für ihn tun. Oder wenigstens den Willen haben, es zu tun. Den Walter verkörpert Jürgen Frohrieb. Ist doch irgendwo ein sehr häufig auftretender Typ eines Menschen. Etwas intelligent, aber auch etwas bequem. Bequem gewissen Konsequenzen gegenüber, die ihm gestellt werden. Aber wir haben eben sehr viele Menschen davon rumlaufen, auch heute noch. Sterne entsteht als Koproduktion DDR-Bulgarien. Das ist nicht nur thematisch und ökonomisch relevant, sondern auch kulturpolitisch. In Zeiten des Alleinvertretungsanspruchs der Bundesrepublik und einer im Westen nicht anerkannten DDR hätte es ein nur DEFA-Projekt international sehr viel schwerer. So aber läuft der Film, erzählt Konrad Wolf. In London jetzt vor kurzem, in Dänemark, in Finnland. Überall wurde eigentlich der Film sehr, sehr positiv aufgenommen. Es brennt, Bruderlachs brennt. Bei den Filmfestspielen in Cannes zählt Sterne sogar zu den erfolgreichsten Arbeiten. Die Jury verehrt ihr ihren Sonderpreis. Und noch heute wird der nach dem Drehbuch des bulgarischen Autors Angel Wagenstein entstandene Konrad-Wolf-Film unter Kritikern sehr geschätzt. Sterne. Dieses zutiefst von Humanismus geprägte Werk kann man nur jedem, der es nicht kennt, empfehlen.